vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer gerne hier und ich habe mich sehr gefreut, dass die Monetative einen Hayekianer sich zumutet, wissenschaftlichen Beirat, jemand, der jetzt nicht Chartalist ist, der womöglich sogar für Währungswettbewerb ist. Aber ich denke, dass wir vieles in der Analyse gemeinsam haben in der Diskussion über die Probleme, die unser Geldsystem, die mit unserem Geldsystem verbunden sind, dass wir in der Diskussion noch sehr viel weiterkommen, wenn wir vielleicht auch etwas unterschiedliche Vorstellungen haben. Obwohl ich heute über ein Thema reden möchte, das uns mehr zusammenbringt als in den letzten Jahren. Ich habe jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, schwierigen Part, denn die Vorredner haben hier ein Feld bestellt und sehr schön ausgebreitet. Und ich komme jetzt mit dem Traktor her und fahre kreuz und quer drüber. Also verzeihen Sie mir das. Es geht schon los, dass ich Ihnen, wie gesagt, jetzt ein Sammelsurium zumute von hayekianischer Konjunkturtheorie über den Chicago-Plan bis zu Nakamoto. Das ist das erste Kreuz und quer drüber. Und das zweite Kreuz und quer drüber ist, dass ich auch in der Taxonomie vielleicht etwas unorthodox umgehe. Also ich werde jetzt im Folgenden als digitalen Euro bezeichnet, ein Krypto-Euro. Ich finde, digital hört sich viel weniger abstoßend an als Krypto. Deshalb nenne ich das einfach digital. Und Sie werden sehen, dass ich auch eine ganz andere Definition von Vollgeld hier verwende, wie Josef Huber heute Morgen. Für mich ist Vollgeld alles, was nicht fraktionale Reservehaltung beinhaltet. Also insofern bin ich jetzt also etwas brachial. Aber damit wir uns da verstehen, denke ich, ist es ganz gut, da so das mal darzulegen. Warum aber überhaupt? Warum reden wir über Vollgeld oder nicht fraktionale Gelder? Achso. Warum reden wir darüber? Und ich bin jetzt etwas anders als Herr Binzal, wahrscheinlich so in dieser Kategorie Utopist unterwegs. Nur denke ich, dass wir durchaus doch unterwegs sein sollten in dieser Kategorie Utopist. Denn wenn ich mich zurückerinnere, ich war bis 2007 auch Realist. Und dann ist um mich herum die Welt zusammengefallen. Ich war damals bei der Deutschen Bank in London und das brach ja alles weg. Und wenn Sie mich 2007 nach einem Szenario gefragt hätten, das genauso aussieht, wie das, in dem wir heute leben, ist ja das pure Utopie. Das kann gar nicht wahr sein. Das kommt bestimmt nicht. Deshalb denke ich, ist es ganz gut, auch über Dinge zu reden, die wir gegenwärtig utopistisch nennen, weil die Utopien, die erreichen einen viel schneller als man meint. Warum also Vollgeld? Warum bin ich jetzt auf der binzalischen Terminologie auf der utopistischen Seite unterwegs? Da habe ich ja gesagt, ich würde Ihnen jetzt halt diese hayekianische Konjunkturzyklus-Theorie zu. Ich glaube, das Kreditgeldsystem hat ein fundamentales Problem. Das ist hier ganz kurz, ne? Wenn sich alles schön laufen würde im Kreditgeldsystem, dann würde die Zentralbank immer genau den richtigen Zins, die neutrale Rate, kennen. Sie würde die neutrale Rate so setzen, dass die Realinvestitionen gleich der Realersparnis sind und der Finanzsektor ist praktisch nur noch ein Intermediär für diese realen Ströme. Die müssen natürlich in Finanzströme übersetzt werden, aber das ist so die Idee. Wenn das alles so schön wäre, dann würden wir in der besten Welt aller Welten leben und die Keynesianer nehmen einfach an, dass es so ist. Denn wenn Sie sich die keynesianischen Modelle anschauen, und ich erzähle das nur meinen Studenten drüber, dann gehen die alle davon aus, dass I gleich S ist. Deshalb heißt es ja so schön ISLM-Modell. Ja. Das heißt also, das, was eigentlich in der Wirklichkeit spannend ist, wird weg angenommen. Alles, was Sie da rauskriegen, wenn Sie das alles weg annehmen, kann ja eigentlich nicht stimmen. Wenn wir ja wissen, dass der Finanzsektor, dass der Bankensektor immer dafür gut ist, I und S, die Realwirtschaft, zu entkoppeln.
Denn die Investition, die kann ja auch mit neu geschaffenem Geld finanziert werden. Die muss ja nicht nur mit vorhandenem Kreditgeld finanziert werden. Und wenn die Zentralbank mit diesem natürlichen Zins, wo die Investition immer mit vorhandenem Geldersparnis finanziert wird, die Zentralbank diesen Zins nicht kennt, dann prinzipiell laufen IS-Ungleichgewichte in die Wirklichkeit. Und in dem keynesianischen Modell wird es wegangenommen. Und wir sagen, das ist alles lehrbuchhaft, aber nein, das ist nicht lehrbuchhaft. Auf diesem keynesianischen Grundmodell beruhen eigentlich die ganzen Arbeitsmodelle der Zentralbanken. Ob Sie das jetzt keynesianisches IFLM-Modell nennen oder Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, überall steckt diese Idee dahinter. Ich bin ja eigentlich da, wie gesagt, beschadet und von Jürgen, ich bin eigentlich deshalb draufgekommen, weil mir dann klar wurde, das IS, das funktioniert ja nicht. Also so in die moderne Zeit. Wenn die Zentralbank diesen schönen natürlichen Zins zu tief ansetzt, dann werden zeitweilig durch neue Geldschaffung mehr Investitionen finanziert, als durch vorhandenes Geld finanziert werden kann. Dann kommt es zu einem Boom, selbst. Eine Weile können wir natürlich Ressourcen mobilisieren. Bis diese Ressourcen sozusagen alle mobilisiert sind, dann kommt es zu Ressourcenknappheit, dann steigen die Preise, dann sagt unsere Zentralbank, aha, jetzt muss ich die Zinsen erhöhen, dann ziehen sie nach, ja, dann steigen die Zinsen, dann werden Projekte, die auf der Basis niedrigerer Zinsen geplant wurden, gar nicht mehr durchführbar, sind dann nicht mehr ökonomisch rentabel zu den neuen Zinsen. Es kommt zum Bust. Und die Zentralbank reißt die Zinsen runter, fängt das System ab. Ja. Es geht wieder rauf und sie bemüht sich dann, wieder zur Normalität zurückzukehren. Aber das ist verdammt schwierig, denn sie hat ja viele Projekte, die zu diesem Tiefzins finanziert wurden, hat sie noch im Markt gehalten durch ihre Stabilisierungsbemühungen. Sie versucht, zur Normalität zurückzukommen. Es geht wieder runter. Wechselt den Kurs wieder, man versucht wieder zurückzukommen und so weiter. Und das ist die Entwicklung, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Ich hatte das auch schon mal 2008 mit einem Kollegen, als ich damals bei der Deutschen Bank habe, angeschaut. Diese Kreditlinien, das ist die, wir nennen das Kreditimpuls, die Veränderung der Kreditströme. Man kann das in den USA schön machen, da können Sie zurückgehen bis in die 1920er Jahre. Man kann zeigen, dass diese Veränderungen der Kreditströme über die Zeit sehr gut korreliert sind mit der Veränderung der heimischen Nachfrage, das heißt also mit dem Konjunkturzyklus. Nur fällt es oft nicht so auf, weil es gibt halt immer mal wieder ganz große Crash, aber lange Zeit passiert relativ wenig. Und deshalb kommt man auf diese Ideen, also diese Konjunkturmodelle, auf die kommt man immer wieder, wenn es wirklich schlimm war, so wie 1930, 33, 34 oder halt auch jetzt. Also deshalb wieder vergessen, ich rede nicht über digitales Zentralbankgeld, weil es eine schöne neue Zahlungsweise ist oder weil es einfacher ist, das Handy ranzuhalten als den Geldschein rauszuziehen, sondern ich rede über digitales Zentralbankgeld, weil ich Vollgeld, in dem Fall Vollgeld alles, was sozusagen nicht durch Kreditbeziehung, fraktionale Reserve, weil ich das für sehr sinnvoll halte. Das ist Punkt 1. Punkt 2, warum denn der Euro? Ich war auch im wissenschaftlichen Beirat der Vollgeldinitiative in der Schweiz und war mit denen ab und zu mal unterwegs. Und ich habe gesagt, Leute, ihr habt eine tolle Idee, aber die ist nicht für den Schweizer Franken, die wäre was für den Euro, eure Idee. Da wäre sie wirklich sinnvoll. Aber wir haben ja nicht die Möglichkeit, Volksinitiativen zu starten, sonst hätten sie das ja ganz schön schon gemacht. Die Schweizer haben diese Möglichkeit, aber die Schweizer wollen ja nicht den Schweizer Franken abschaffen. Den kennen sie seit langer Zeit als verlässliches Geld. Da ist natürlich so eine Idee nicht besonders populär. Warum hat sie jetzt der Euro? Naja, die Sache ist ja die, dass nur wenige Leute bei uns, aber sehr viel mehr in Griechenland, wissen, dass wir eigentlich nur in einer Bargeldunion leben. Nur die
Geldscheine, die Banknoten, die wir in der Tasche haben, haben die gleiche Kreditqualität, würden die Ratingagenturen sagen. Da hat Herr Draghi geschrieben. Die ist genauso gut in Griechenland wie bei uns. Aber das Problem ist ja, und das wissen Sie alle hier überhaupt, dass das von den Banken geschaffene Kreditgelände eine ganz unterschiedliche Kreditqualität ist. Die hängt ab, natürlich vom Kreditportfolio der Banken, mit denen sie dieses Geld geschaffen haben, aber da gibt es eine Staatsgarantie. Aber das hängt dann davon ab, wie zahlungskräftig die Staaten sind. Und wie die Griechen herausgefunden haben, ist es ein gewaltiger Unterschied, ob der griechische Staat das Kreditgeld in einer griechischen Bank garantiert oder der deutsche Staat in Deutschland. Das heißt also, das Chiralgeld ist von unterschiedlicher Kreditqualität. Wir haben eigentlich nur eine wirkliche Bargeldunion. Der Rest ist noch unvollendet. Und deshalb ist es ja verständlich, dass die Politiker eine Bankenunion wollen. Das hatten sie ein bisschen spät begriffen. Man hat lange gedacht, es geht gut. Aber es war klar, 2010, 11, 12, es war klar, da fehlt was. Und jetzt ist man am Arbeiten. Man hat eben einen Single Supervisory Mechanism. Man hat einen Single Restructuring Mechanism. Und jetzt soll EDIS kommen, European Deposit Insurance. Also letztendlich die Vollendung des Euro als Kreditgeld, wie es Schweizer Franken oder der Dollar schon lange ist. Aber ich glaube, dass EDIS immer noch in Schwierigkeiten steckt. Jetzt hat Herr Scholz einen Vorschlag gemacht, dass man doch jetzt mit der europäischen Einlagenversicherung vorangehen kommen sollte. Aber wenn Sie sich anschauen, wie viele Konditionen er da mit verbunden hat, würde ich sagen, dass das einfach einmal eine Reise rund um den Tisch war. Herr Schäuble sagte also, nur wenn alle ganz sicher sind, gehen wir rein. Und dann fangen wir an, darüber zu reden. Und dann sagt Herr Scholz, ach, fangen wir doch mal einmal darüber zu reden, wie wir sicher werden können. Also von daher gesehen glaube ich, dass wir mit dem Vorschlag, mit der Offerte von Herrn Scholz, der im Übrigen, und das wurde gestern auch nochmal betont, in dem Bankenkongress, wo Herr Scholz auch war, die bisher noch gar nicht von der ganzen Regierung abgesehen ist. Das ist nur eine Offerte von ihm, also von seiner Seite, von der SPD. Die CDU ist ja noch nicht an Bord bei dieser Sache. Aber sogar wenn das der Regierungsvorschlag wäre, glaube ich nicht, dass es durchkommen würde, denn die Italiener haben schon gesagt, das machen wir ja nie, sowas. Also Banken zuzustimmen, dass die Banken umstrukturiert werden können, zuzustimmen, dass man also ein gemeinsames Insolvenzrecht im ganzen Euroraum haben, oder zuzustimmen, dass es enge Beschränkungen gibt für das, was die Banken an Staatsanleihen auf ihre Bilanzen nehmen können. Das wollen die Italiener nicht. Also insofern sind wir meines Erachtens ist EDIS nicht wirklich mehr gekommen. Der Euro bleibt unvollendet. Und weil der Euro unvollendet bleibt, denke ich, dass es in der nächsten ernsthaften Rezession wieder zu den Problemen kommen wird, die wir hatten 2010 bis 2012. Damals sagte Draghi, wollte er die TX, er hat den Euro gerettet. Sonst, wenn er das nicht gesagt hätte, glaube ich, gäbe es ihn nicht. Wir werden wieder reinkommen, aber es wird schwieriger werden zu sagen, wo RWTs und Trick nochmal. So, und wenn das passiert, wenn die Spannungen so groß werden, dann wird man sich wahrscheinlich eher öffnen, über so einen Systemwechsel nachzudenken. Solange die Dinge gut sind, sagt man Systemwechsel, wieso Systemwechsel? Es läuft doch. Nur wenn die Krise sozusagen wirklich am Kochen ist man bereit, über ein anderes System nachzudenken. Und das, was wir hier machen, ja, ist im Grunde genommen zunächst mal durchzuspielen, was man dann tun könnte. Und ehrlich gesagt, es ist nur in solchen Kreisen möglich, das zu tun. Also wissen Sie, in Kreisen, die nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden sind, nur wir können das tun. Niemand in der Regierung, niemand in der Zentralbank kann sich sowas überhaupt leisten. Ich bin immer gesagt, die müssten doch einen Plan B haben, die müssten doch ein Gremium haben, einen Kreis haben, der darüber nachdenkt. Geht gar nicht. Denn es ist klar, dass solche Kreise, solche Gremien, solche Diskussionen, das wird ja irgendwie sickern nach außen. Und wenn Sie auch nur hören würden, dass die EZB über einen Plan B nachdenkt, wäre das Problem ja schon da.
Deshalb können Sie solches B-Szenarien nur wirklich öffentlich ausbreiten. Dann wird zwar gesagt, das sind ja alles Verrückte, die das machen, aber das Verrückte wird ja Wirklichkeit in der Krise, wie wir das jetzt die letzten 10 Jahre gesehen haben. Deshalb nützt es, darüber zu reden. So, was ist jetzt hier dieser brutale, brutale Fakt über den wohlbestellten Acker? Ja, 3 Schritte, also ich sage kreuz und quer. Erster Schritt, die sichere Einlage. Darüber hatten wir auch schon hier in diesem Kreis diskutiert, vor ein paar Jahren in Berlin, hatten wir schon darüber diskutiert, der erste Schritt ist die sogenannte sichere Einlage, nenne ich das mal. Und wie Herr Binzal, wenn ich das ganz kurz skizzieren, wie das geht. Also Sie wissen das ja alle, aber vielleicht sind nicht alle jetzt gleich auf dem gleichen Stand, deshalb eine Minute, um das kurz zu skizzieren. Ich habe ja eine stilisierte Bilanz einer Geschäftsbank, die Bilanz der Zentralbank sind, ist also super einfach. Wir haben hier, auf dem Boden. Wir haben hier ein bisschen Bargeld, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir haben vor allem Kredite an Nichtbanken, ne? Und wir haben hier Geldeinlagen an Nichtbanken, Spar- und Termineinlagen, Eigenkapital. Das ist meine Geschäftsbank hier. Hier haben wir bei der Zentralbank, wir haben Währungsreserven, das spielt jetzt auch keine Rolle. Sie hat Eigenkapital und ist gleich sehen, was passiert. Wir gehen her und nehmen die Staatsanleihen aus den Bilanzen der Banken, verkaufen diese Staatsanleihen an die Zentralbank. So, das machen wir praktisch wie QI. Also das hat die EZB hat jetzt schon gut Übung drin. Sie kauft diese Anleihen von den Banken, indem sie den Banken Reservegeld einzahlt in ihr Konto. Hat sie jetzt auch schon gemacht. Ne? Und dieses Reservegeld, das nehmen wir jetzt einfach als Deckungsstock, das haben jetzt die Banken in dem Konto, das nehmen wir halt einfach als Deckungsstock für die Geldanlagen der Nichtbanken. Das ist das 1x1 der Monetative, würde ich mal sagen. Das diskutieren Sie ja schon, wir haben ja schon seit vielen Jahren diskutiert. Damit haben wir jetzt zunächst mal eine sichere Bankeinlage geschaffen. Und natürlich würde ich jetzt, wenn ich Geld anlege, oder wenn ich einen Investor finanziere, dann nehme ich das Geld aus der sicheren Einlage, ich gehe es ja praktisch dann weg, wenn ich ein Auto verleihe oder so, das ist dann weg, das kann nicht doppelt verwendet werden, in eine Spar- oder Termineinlage und damit kann ich dann das zweite verleihen in die Bank und das kommt wieder zurück, wenn es frei ist, ja, und geht dann wieder zurück, dann das Geld kann neu ausgeliehen werden. Also es ist relativ simpel, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den kennen Sie ja auch. Wir können das ja konsolidieren. Die Banken sind ja jetzt praktisch nur noch der Durchläufer. Die haben auf der Verpflichtungsseite haben sie die Geldeinlage, auf der Aktivseite das Reservegeld zur Deckung der Geldeinlage. Und dann haben sie eine Überkreuzbeziehung. Die Geschäftsbanken haben das Konto der Zentralbank liegen und die Zentralbank hat dagegen die Staatsanleihen. Das können wir natürlich konsolidieren. Das ist ja der Vorschlag von Professor Huber. Das andere, das komme ich noch drauf, das war ja schon irgendwie Fischer an Send Money. Wir konsolidieren das. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt alles das auf der Bilanz der Zentralbank. Und das hatten wir ja vorhin auch schon gehört, dass wir jetzt also zum Beispiel die Frage ist, wenn die Kunden dann hier ein Konto bei der Zentralbank bekommen. Und das sieht jetzt dann einfach so relativ simpel. Dieses Geld ist gedeckt durch Forderungen an den Staat, das Chicago-Plan-System. Und da das ja als Gelddeckungsstock immer da sein muss, kann ich ja diese Forderungen tilgungslos machen. Also ich kann die umwandeln in unendlich laufende in Konsumwitz. Sozusagen die Frieden, die haben das mal rausgegeben. Und da ja die Seniorage immer wieder ausgeschüttet wird an den Staat, kann ich ja eigentlich gleich diese Forderungen zinslos stellen. Habe ich meinen Geldstock abgedeckt. Und natürlich geht es auch dann wieder weiter so, wenn ich sparen will, dann gebe ich das an die Banken, Terminanlage und
daraus können die Kredite vergeben und wenn der Kredit zurückbezahlt wird, geht es wieder in das Konto und ich kann das wieder, bevor ich eine neue Entscheidung treffe, wieder in mein Konto zurückführen. Alles soweit klar, alles soweit Vollgeld, Alarmbar. Jetzt kann man aber auch hingehen und kann diese sichere Einlage, statt dass jetzt die Kunden ein Konto haben bei der Zentralbank, kann man natürlich die über Blockchain handelbar machen. Sie brauchen dann nicht mehr die Abwicklung der Konten bei der Bank, also bei der Zentralbank, sondern Sie haben dann einfach ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem. Also ganz einfach und wieder gilt das Gleiche. Ich kann dieses Kryptogeld natürlich auch verleihen und ich kriege es wieder. Und, ganz wichtig, ich kann dann hier auch Papiergeld 1:1 in Kryptogeld laufen lassen. Insel hat es ja schon in den Buchungssätzen aufgezeigt. Wenn ich jetzt an den Geldautomat gehe, ich habe ein Kryptogeldkonto, dann kann ich natürlich das Papiergeld rausziehen. Und das Kryptogeld wird entsprechend umgebucht, ja, rein und raus. Ich finde es sogar wichtig, das zu haben, das Papiergeld in diesem System, weil sie das versichert gegen den Negativzins. Ich bin also kein Freund von Negativzins. Ich glaube, dieses Kryptogeld sollte wie Papiergeld 0 verzinst sein. Wenn ich es ausleihe, wenn ich es anlege als Spargeld und es ausgeliehen als Kredit, dann kriege ich einen Zins. Ich tue mich auch verdammt schwer mit 0 und Negativzinsen, denn für mich als Österreicher ist Zins der Preis der Zeit. Ja. Und wissen Sie, Zeit ist für jeden Menschen endlich. Und ja, ich habe es gerade gesehen auf der S-Bahn. Der Spiegel sagt, die Wissenschaftler hätten jetzt was gefunden, was man endlich nimmt, aber ich glaube, das war jetzt ein Verkauf, Steigerung der Auflage. Solange wir in einer endlichen Zeit leben, ja, ist die Zeit ein knappes Gut. Und ich sage meinen Studenten immer, Leute, in der Ökonomie haben knappe Güter einen positiven Preis. Sonst reden wir nicht über Ökonomie, sonst sind wir irgendwie anderswo unterwegs. Ja. Deshalb kann Zins logischerweise mit gesundem Menschenverstand nach. Nicht nur oder negativ sein, es muss positiv sein. Deshalb können Sie auch niemanden mit gesundem Menschenverstand die Negativzinspolitik der EZB vermitteln. Die Leute haben recht, wenn sie sagen, das kann nicht stimmen. Und wenn Ökonomen tolle Modelle sagen, dass es doch gehen kann, sagen die Leute, der gesunde Menschenverstand spricht dagegen. Das eigentlich bedeutet, dass das Modell irgendwie einen Fehler hat, nicht mit gesunden Menschenverstand entspricht. Jetzt haben Sie die Eurocoin. Ich denke, man kann, und ich nenne das jetzt ein Asset Token, denn er ist gekoppelt an diese Forderungen an den Staat. Und Sie können diese Art der Coin definieren. Ein Asset Token, das ist jetzt ein bisschen weiter als Bitcoin, das war ein reiner Zahlungstoken, das sind jetzt Kryptogeld, ja, 3.0 oder 4.0, je nachdem wie Sie es zählen. Utility Coins, Security Coins, aber inzwischen ist das große Ding der Asset Coin, der Asset Token, Libra, der Asset Token. Da können Sie Smart Contracts einbauen, also Regeln, was diesen Coin als echten Coin ausmacht, welchen Anspruch er darstellt, ja, wie er entstanden ist. Und das können Sie in den Smart Contract einbauen. Ich würde diesen Coin handelbar machen, wie Libra, über eine sogenannte Permission-Blockchain. Das heißt also, es gibt ausgewählte Prüfer der Echtheit dieser Coin, bevor sie weitergegeben werden kann. Ausgewählte Prüfer, weil dann vermeiden Sie das Problem von Bitcoin, dass wenn Sie eine dezentrale Überprüfung haben, dass die sehr extrem energieaufwendig ist und wenig Zahlungen im Vergleich zu dem, was nötig ist, verarbeiten kann. Wir reden da über einen einstelligen Zahlungsabwicklung pro Sekunde. Was wir aber brauchen, sind Tausende, Zehntausende von Zahlungen pro Sekunde. Und die Libra-Blockchain kann das, sagen wir Experten. Ich bin kein Programmierer, aber die ich kenne, sagen, die kann das über diese Permission-Blockchain. Dann können Sie das Ding ausrollen. Dann können Sie tatsächlich, wie Facebook glaubt, 2 Milliarden Kunden. Also eine Permission-Blockchain. Diese Nodes nennen die Leute das. Ich lerne ja die Sprache. Also diese Überprüfer, die überprüfen, ob dieser
also Token echt ist, ob der dem Smart Contract entspricht. Stellen Sie sich vor, das ist wie ein elektronisches Wasserzeichen. Wenn wir uns einen Schein anschauen, Geldschein, der hat ja auch so eingebaute Sicherheitszeichen. Und Sie können das über den Smart Contract, können Sie das in die Coin einbauen, dass die eben echt ist. Das ist ein elektronisches Wasserzeichen. Und bei der Überprüfung, wenn ich damit bezahle, wird in den Prüfprozess geprüft, ist der echt. Ich erlebe das in Italien immer, wenn ich dann 50 hingebe und dann was zu bezahlen lassen, wie so eine kleine Maschine laufen, der echt ist. Ich glaube, mir gibt es sehr viel Barcode im Umlauf. Und so würde dann jede Transaktion natürlich überprüft von diesen Nodes. Wie würde diese Eurocoin-Menge ausgeweitet werden? Durch den Erwerb weiterer Staatsanleihen. Klar, bringen Sie sich an die Buchung, Deckungsstopp des Geldes sind diese Forderungen an den Staat, erlegtes Geld, ich erhöhe die Geldmenge, mehr Forderungen an den Staat. Ich würde jetzt in diesem Smart Contract einbauen, dass die Staaten verpflichtet sind, das neu geschaffene Geld an den Bürger direkt unter Umgehung ihres Haushalts als Gelddividende auszuschütten. Da wäre ich durchaus sozialistisch und sage, warum nicht Brokoff? Warum? Damit ich Geldschöpfung und Haushaltspolitik separat halte, Fiskalpolitik. Also ich bin da ein Gegner der sogenannten Modern Monetary Theory, die glaubt, man könne das Geld einfach schöpfen, um den Staat zu finanzieren und nichts würde passieren, das ist ja alles wunderbar. Nein, ich würde das komplett fernhalten und die Seigniorage, das ist ja das, ja, die Seigniorage, die in diesem System dadurch entsteht, dass zusätzliches Geld geschaffen werden kann, diese Seigniorage würde ich an den Bürger direkt ausschütten. Dann kriegt der Bürger auch eine Kompensation für die mit jedem System verbundenen Transaktionskosten. Heute werden diese Transaktionskosten im Kreditgeld für bis heute. Heute wurden diese Transaktionskosten im Kreditgeldsystem im Wesentlichen durch die Differenz zwischen Kreditzins und Einlagezins finanziert. Also die Seigniorage der Banken wurde verwendet, um die Transaktion hier zu finanzieren. Das ist ja jetzt vorbei. Mit nur dem negativen Zins haben wir das nicht mehr. Die Banken müssen jetzt hergehen und müssen eben den Kunden belasten dafür. Wenn ein Staat verstößt, wird er einfach kein Geld mehr bekommen, das er seine Bürger ausschütten kann. Ganz einfach. Und ich würde dann, so ich bin also, ja, Sie sehen schon etwas älter, ich erinnere mich gut an Milton Friedman, und ich würde eigentlich die Ausweitung dieser Geldmenge in einer Art friedmanischen Regel laufen lassen. Also, wir können Potenzialwachstum der Wirtschaft bis einen gewissen kleinen Betrag dazu kommen, einen Prozentsatz für Nachfrage, für Liquiditätshaltung, also Store of Value. Da müsste sich die EZB einmal im Jahr treffen und sich überlegen, ob die Ausweitung weiterhin 1,5% entsprechenden Produktionspotenzial des Euroraums oder inzwischen 1,7% ist. Da könnten diese viele der dort beschäftigten, hochkarätigen Leute anderen produktiven Tätigkeiten zuführen. So schwierig wäre das nicht, glaube ich. So, was für eine Rolle hätten die Banken? Naja, die würden die Geldeinlagen der Nichtbanken annehmen und würden sie weiterverleihen. Das, was immer beigebracht wurde in der Ökonomie, was aber nicht stimmt. Ja. Lehrbücher sind immer noch davon und sagen, die Rolle der Banken ist, Geldeinlagen der Kunden anzunehmen und sie weiterzuverleihen. Das würden sie dann tatsächlich tun. Die Banken hätten dann den Charakter eigentlich eines Investmentfonds mit erster Verlustversicherung. Das Eigenkapital der Banken wäre es für Sie als Geldkunde die Versicherung. Nehmen Sie eine Bank mit 10% Eigenkapital, Kredite fallen aus, bis 10% trägt das Problem die Bank, den Ausfall die Bank, Eigenkapital aufgezehrt, die Assets gehen rüber zum Einleger. Sie könnten als Kunde relativ leicht aussuchen, wie Ihr Risikoappetit und Ertragserwartung aussieht.
Eine Bank mit 30%, wie sich Professor Helwig empfiehlt, wäre eine supersichere Bank, die in einem relativ niedrigen Zins finden würde. Und eine mit 5% Eigenkapital wäre Brennboot. Ich würde sagen, naja, da kann ich nochmal was erwarten. Aber Sie wissen dann auch, dass Sie am Ende dann dafür sprechen müssen. Verluste tragen müssen, die über 5% hinausgehen. Ich bin ja, wie ich ja anfangs schon warnte, eher ein Liberaler. Das heißt also, ich würde sagen, ich möchte nichts verbieten. Ich würde den Banken nicht verbieten, eigenes Kreditgeld zu schaffen. Ich hatte das, als ich das in der FT am Mittwoch veröffentlicht habe, kam da jemand zurück und sagte, ja, aber die Banken haben ja eine Funktion, lend first and fund later. Das wäre ja wichtig. Ja, why not? Ich hätte da kein Problem damit, nur würde ich halt die staatliche Garantie aufheben. Das können die Banken ja machen, warum denn nicht? Ja? Ich bin auch kein Chartalist, ich will ja auch das nicht notwendigerweise als exklusiv oder Monopol, diesen digitalen Monopol sehen. Ja, und jetzt kommt halt diese Geschichte, die eigentlich ganz, nicht nur sagen, schick ist, aus dem Chicago-Plan. Sie können jetzt eben diesen Geld, diesen einmaligen Geldschöpfungsgewinn, diese Umstellung, aber das wissen Sie alle hier im Bau, die können Sie ja einsetzen, um, wenn Sie so wollen, den Euro neu zu starten, neu starten. Wir haben insgesamt gegenwärtig beinahe 10 Billionen Euro Staatsschuld, 85% des BIP. Und wir haben Sichteinlagen, also das ist M1, minus M0, Sichteinlagen, von ungefähr 7 Billionen, 21% des BIP. Wie gesagt, genau diese Sichteinlagen sind diejenigen, die wir jetzt diesen Prozess der Umstellung unterziehen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt eine Krise haben, und man schleppt sich immer die Woche durch, bis Freitagabend, und sagen wir so, jetzt haben wir es Montagmorgen, dann wird es getan sein. Und dann würde ich an dieser Seite, das fand ich ganz interessant, dann würde ich dann sagen, das, was an diesem Freitag in Sichtanlagen da war, das geht einfach rüber. Denn das reflektiert ja die Notwendigkeit der Leute, Liquidität zu halten. Irgendwie werden sie entsprechend ihren Bedarf sich so aufgestellt haben, dass das, was sie normalerweise brauchen zum Transaktionszweck, liegt in Sichtanlagen. Das geht rüber. Alles andere wird aber zum variablen Kost rübergebracht. Also da bin ich, Thierry, ganz interessant, aber da bin ich mehr bei Kuhhoff. Wer jetzt drüben raus, da rein will, kann ja probieren. Da gibt es einen Markt. Kann er tun. Wenn Sie das machen, dann nehmen Sie ja diese 7 Billionen aus dem Markt raus. Diese Forderungen im Staat. Die nehmen Sie raus. Das ist keine Marktschuld mehr. Die muss ja auch nicht erneuert werden. Denn die muss ja immer da sein. Das heißt, die Marktverschuldung der Staaten ging runter auf 24%. Wenn Sie das tun. Und da würde ich sogar sagen, dann sind wir doch großzügig. Geben wir doch jedem 24% des BIP. Da profitiert Italien. Wir würden ab runtergehen von unseren etwas über 60 auf diese 24, also weniger profitiert Italien, mehr von 35% des BIP runter. Aber lasst uns großzügig sein. Jeder hat wieder den gleichen Raum für vorsichtige Fiskalpolitik. Ja, was würde das bringen? Meines Erachtens eben wieder die Kopplung von nationaler Budgethoheit und Haftung. Wir geben den Staaten wieder Möglichkeit, Fiskalpolitik einzusetzen, aber sie müssen auch für verantwortlich sein. Ein Staat, der jetzt bankrott geht, zieht nicht das Geldsystem wieder runter. Also dieser sogenannte Sovereign Bank Doom Loop wäre gebrochen. Die Staaten könnten umgeschuldet werden, ohne dass das Geld zerstört wird, das war nicht das Problem, das ist im Sovereign Bank Doom Loop. Wenn die Kredite weg sind, ist das Geld weg. Das haben die Amerikaner in den 30er Jahren so schmerzhaft erfahren. Geldvernichtung dann kommt. Da muss die Zentralbank rein, muss diese Bankrotten, also die ausgefallenen Kredite durch Geldschaffung stützen. Man hat dann den ganzen Schrott auf ihrer Bilanz. Ja, müssen nur hoffen, dass sie da rauswachsen kann. Nur das wäre ja vorbei. Das Geld wäre ja bei sowas dann nicht mehr davon betroffen. Sie könnten dann tatsächlich Sovereign Restructuring Mechanism durchführen. Ist ja jetzt dann nur auf dem Papier, wird nicht durchgeführt, denken Sie in Italien.
Ich bin ein Freund, ja, das liegt in meinem Alter, einer regelgebundenen statt einer proaktiven Geldpolitik. Also K% und Mengenausweitung. Ich habe heute gehört, Zinspolitik und so weiter. Nein, der Zins ist etwas, das wird auf dem Markt bestimmt. Der Zins bringt in Übereinstimmung die Zeitpräferenz einer Gesellschaft mit ihrer Fähigkeit, effizient Kapital zu schaffen. Das ist es. Und da hat eine Behörde nichts verloren. Deshalb bringen Sie das über Geldmenge in die Welt. Das kann man, ich bin jetzt nicht so rigoros wie die Goldbugs, die sagen, naja, die Goldproduktion wird um 2% pro Jahr ausgerechnet, das muss es sein. Da kann man, wenn man das langfristig betrachtet, das mal ein bisschen anheben und ein bisschen absenken. Aber nicht hin und her, nicht mit einem Joystick. Ich glaube, dass man dadurch als Beiprodukt Kredit- und Investitionszyklen dämpfen kann. Das hatte ich ja einfach erklärt, ja, von der österreichisch-hayekianischen Konjunkturtheorie. Zumindest das wäre weg. Ich würde das nie im Leben behaupten, dass Sie dadurch keine Spekulationsblasen mehr kriegen würden. Die gibt es immer. Ja? Aber sie sind nicht mehr so systemrelevant. Und ich glaube, dass wir einen höheren Verbrauchernutzen dadurch auch kriegen können, dass wir auch einen Währungswettbewerb zulassen. Also deshalb, ich komme aus einer Welt, da war ja laufend Währungswettbewerb. Wettbewerb Dollar, Euro, Yen, was immer. Ja. Und warum soll der Kunde im digitalen Zeitalter nicht auch die Möglichkeit haben, sich diesen digitalen Euro vielleicht sich anzuschließen oder die Libra? Das wäre ja ganz gut, dass man da auf dem Wettbewerb sozusagen am Ball bleibt. Und der letzte Punkt. Wir beklagen uns immer so, dass wir so abhängig sind vom dollarbasierten globalen Zahlungssystem. Denken Sie Iran-Sanktionen. Wir versuchen das zu umgehen. Wir wollen nicht, dass die US-Politik unsere Politik gegenüber dieser Region dominiert. Wir kriegen es nicht hin. Ja. Die Amerikaner haben einfach dieses Zahlungssystem, durch das wir durch müssen, um internationale Zahlungen zu machen. Und mit Libra wird es noch intensiver. Ja. Denn der Libra-Deckungsstock wird vornehmlich aus Dollar bestehen. Wenn Sie sich das Ding anschauen, können wir diskutieren. Den Euro werden Sie nie im Leben gegen den Dollar in Stellung bringen können, es sei denn, Sie bieten dort ein Zahlungssystem, das nicht über die dollarbasierte Infrastruktur geht. Und das kriegen Sie hin, indem Sie den Euro als digitalen Euro aufstellen. Dann kann der nämlich von Person A oder Company A Person B oder Company B übertragen werden, ohne dass sie über die Dollar-Infrastruktur gehen. So, das wären so die Umrisse dieser Idee, dieser utopistischen Idee, die aber möglicherweise bei der nächsten Krise eine Chance bekommen könnte. Wer darüber mehr wissen will, Hayes hat es schon gesagt, da ist ein Blog voxeu.org, den Sie abrufen. Das ist etwas ausführlicher zum Ökonomen-Blog. Das ist auch ein Stand, wo man mal kriegt zu diesem Artikel. Vielen Dank.